Nun, wie ist der Sieht Plan? aus. Ja, richtig. Wir müssen uns auch eine passende Route zum Palastberg überlegen. Ich denke, dass durch die Kanalisation nicht so gut ist. Das scheidet aus. Die Frage ist, ob wir uns nochmal der Friedensstadt nähern. Die könnten vielleicht was wissen. Aber ich habe auch nicht gedacht, dass das Informationsinstitut mehr weiß. Ja, das war eigentlich auch meine Hoffnung, aber dadurch, dass tatsächlich nur einer der Magier verblieben ist. Nun ja. Ich schlage vor, wir gehen über Katzloch. Was ist denn Und da? dann Ach, Katzloch, ach, dieses Viertel, meint ihr? in großen Bogen drumherum zum Palastberg. Denn uns wurde ja gesagt, dort hätten wir noch ein, zwei Leute, an die wir uns wenden können. Dieser Schließer mit dem Hervornamen, also mit dem hervorragenden Namen Erzian. Das habe ich mir gemerkt. Aber hat der Palastberg nicht nur einen Zugang? Es ist ein Palast, Mergabelmir. Er wird eine Vielzahl an Zugängen haben. Und nur die wenigsten davon bekannt. Aber ja, es gibt nur ein Tor, falls ihr das meint. Aber wenn wir in die Friedensstadt gehen, das heilige Paar weiß doch bestimmt über Zugänge zum Palastberg. Es steht nicht unbedingt außer der Reihe, dass es sogar einen Zugang direkt von der Friedensstadt aus geben könnte. Nur eine Möglich. unbewiesene Spekulation natürlich. Aber ich Natürlich. gebe euch recht, vermutlich würde es so sein, um im Notfall vielleicht sogar das heilige Paar zu evakuieren. Dass natürlich der Palastberg fällt, bevor die Friedensstadt gefallen ist, damit konnte ja keiner rechnen. Nun ist im Sinne der rondrianischen Kriegsführung nicht üblich, nein. Gut, ich bin nun eigentlich mit dem Plan einverstanden, dass wir über dieses Katzloch gehen. Nun, wir wissen ja, an wen wir uns da halten müssen. Finde ich gut. Damit ist es beschlossen. Sind im Katzloch noch irgendwelche Tempel, bei denen wir nochmal vorbeischauen müssten? Nein. Haben die darüber noch irgendwas erzählt? Ist noch irgendwo was bei jemandem, den wir noch als Verbündeten gewinnen könnten? Nein, uns wurden nur diese zwei Personen genannt und alle Tempel, die sich dort befinden könnten, sind auch geschändet worden. Und vielleicht hat dieser Straßenräuber ja eine Bande, die man einspannen kann. Ja, zum Beispiel. Jetzt müssen wir nur noch dem Baron erklären, dass wir für seine Eroberungspläne nicht fortkömmlich sein werden. Es ist doch recht einfach. Wir erzählen einfach, dass wir kurzen Abstecher in die Friedensstadt machen und dann mit gestärkten Kräften zurückkommen, um seinen unglaublich guten Plan durchzusetzen. Aber dann Wird würden jetzt... wir ja die Unwahrheit erzählen. Ich wollte es gerade sagen, wir haben nicht vor, seinen Plan umzusetzen. Vielleicht, was haltet ihr davon, wenn ich ihm sage, dass wir in die Friedensstadt gehen und er sich im Allgemeinen mal ins Knie ficken gehen kann? Rafin, wir möchten eines Tages noch hierhin zurückkehren können, falls es notwendig ist. Wir können von draußen Donner hören, der schnell näher kommt. Ich wette, dass es nichts Kommt jemand, Gutes. tut so, als wüsste ihr, was er tut. Ja, gut. Bringen wir es um. Sieht kriegerisch aus. Schnell näher, im Sinne von, da läuft jemand durch den Flur oder im Sinne von, da greift gerade jemand die Mauer an. Wenn ihr nach draußen tretet, vom Magazin wieder in den Innenhof, könnt ihr erkennen, wie sämtliche Übungen mittlerweile eingestellt worden sind und die wenigen Krieger und die vielen Zivilisten, die jetzt hier wohl auch von der Rondrianerin ausgebildet worden sind, einfach nur in den Himmel gaffen. Und wenn ihr den Blicken folgt, könnt ihr erkennen, wie irgendetwas flammend näher kommt. Ein Dämon. Ihr könnt auf alle Fälle erkennen, dass es sich aber um viele Dämonen handelt aus vielen verschiedenen Sphären. Ihr kennt das Gefährt. Ein schwarzer Streitwagen aus Dämonenfleisch und Seelensplittern. Vorwärts, schwarzer Streitwagen. Gezogen von sieben Dämonen. Was bei den Zweifeln ist das jetzt schon wieder für ein Scheiß? Ich stelle mich Das direkt ist, gegen diese Runde. Das habe ich einmal gesehen in der dritten Dämonenschlacht. Was ist das? Aber mir. Ich fürchte, der Runde ist aschfahl. das ist sein Streitwagen. Der ist Wie wie kann ein dieser Tag Schlitter. eigentlich immer noch beschissener werden? Sag mir nicht, was es ist. Sag mir, was wir tun. Wir können gar nichts gegen dieses In den Ding tun. Keller. Nun ja, er muss von irgendwem gelenkt werden und da der Sphärenschänder nicht mehr auf deren Wald, können wir den vielleicht umbringen. Sirion Grimm. Den bringt ihr nicht um. Ihr kennt ihn? Ach ja, Gnädigerweise es nur stand vom ja im Sehen. Bericht. Und mittlerweile die Räder erkennen schwarz glänzendes Holz, Knochen, Unmetalle.
eine ständig flammende Spur, die dort am Himmel, durch den Himmel geschnitten wird, wie er dort von Nordwesten anreist, anreitet, auf der vielleibigen Bestie. Und ihr könnt tatsächlich erkennen, wie er dort oben, weit, weit entfernt von euch, aufragt. Trollzacker, riesig, muskulös, blutverschmiert. Das letzte Mal war der Spark zumindest nicht von irgendetwas, das wir erkennen konnten. Schaut nicht so, sagt mir, was wir tun! Den Sack umbringen! Was ist das für eine dumme Frage? Also macht der jetzt nur eine Spazierfahrt oder hält er auf uns zu? Ihr schaut immer noch ein bisschen fasziniert, angewidert auf ihn und könnt dann erkennen, dass er wohl nicht direkt auf die Kaserne zuhält, sondern eher auf den Palastberg. Und könnt dann auch sehen, wie die Karakile landen. Offensichtlich ist gerade Hoftag. Und wir sind nicht dabei. Zu schade. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Vielleicht sollten wir unseren Plan etwas beschleunigen. Wie? Wir nehmen jetzt gleich losgehen und nicht erst in morgen oder in ein paar Stunden. Stimme zu, gehen wir. Diese Entwicklung kann nur Schlechtes für uns bedeuten. Gut, in welche Richtung? Gehen wir außen rum um die Stadt herum? Gehen wir durch die Stadt? Dass wir zum Heiligen Paar uns durchschlagen und die sagen uns, wie wir in den Palastberg kommen, weil da vorne durchschlagen werden wir uns nicht können und die Mauern eines Palastberges werden wir nicht so einfach besteigen können. Und einmal mehr hat Rafin den vernünftigsten Plan, also ins Katzloch. Los. Ja, mit der Hilfe der Krieger der Feuerlilie, die sich dann nach und nach auch wieder ein bisschen beruhigt haben, könnt ihr die Mauern wieder nach oben klettern und auf der anderen Seite wieder nach unten klettern und steht dann, ja, auf der anderen Seite, nicht so ungeblinkt zu der Geldwechslergasse hin, sondern, ja, zum Katzloch. Direkt dort, wo die schwarzen Hütten aufragen, aufwuchern. Das finstere Viertel. Schlägern, Banditen. Was euch vielleicht eine Heimat bietet? Und so brecht ihr auf. Wer wird euch führen? Rafim, du kennst dich doch unter solcherlei Umständen aus. Willst du uns nicht deinen Weg suchen? Kann ich machen, aber mein Weg führt meist an den Leuten vorbei, die ihn eigentlich verprügeln wollen. Obwohl, die suchen wir gerade, also wäre das gut. Richtig. Ich gehe voraus. Ja. Gassenwissen oder muss ich würfeln? Orientierung. Ah doch, Gassenwissen. Gassenwissen auch okay. Würde auch orientieren nehmen, das ist für mich viel besser. Ja, hab ich mir fast gedacht. Nee, mach mal eine Gassenwissen plus 7. Zum Glück hat sich der Gassenwissen 4 Boy hinten angestellt. Das Problem, was du einfach gerade hast, dein SO ist gestiegen, ne? Du hast einen inneren Kompass, oder nicht? Ja, ich hab soziale Anpassungsfähigkeit, ich mein Junge. Ja. Wenn du es weißt, warum fragst du denn? Ich wollte es nur nochmal sagen. Eure Vorteile müsst ihr kennen, aber ja, du kannst dein SO natürlich plus minus 7 Punkte anpassen. Ja, dann würde ich es schaffen, aber mit der 7 Erschwernis schaffe ich es nicht. Ja, also alle anderen würden es halt nicht schaffen, ne? Wenn du halt keine soziale Anpassungsfähigkeit hast, dann. Ne, wenn du dann so eine Probe um 13 Punkte erschwert hast, weil dein SO 13 ist, schwierig. Ja, ihr könnt dann in Richtung des Katzloches abbiegen. Habt ihr denn alle für Monster-SOs? Es sind doch nur 13. 7, mein Junge, 7? Ich bin ein hoher Herr. Er hat auf irgendwie 4 gestartet oder so. Lass dir von dir nichts erzählen. Das bedeutet eine Duellherausforderung. Die Hütten hier sind verwinkelt, windschief, keine rechten Winkel. Ihr erkennen könnt, werden nur noch gehalten, dadurch, dass sie gegen andere Gebäude gelehnt sind. Und ja, Rafim kann euch dann die Straßen, die Hüttchen dann vorbeiführen. Ihr trefft dann auf die Streunerkneipe zum Finger, die dann euch auch den Mittelfinger weist. Könnt da kurz dann lauschen, hören, ob dort noch irgendjemand lebt oder feiert. Wird wohl niemand hier, aber je weiter ihr dann eindringt, ihr könnt erkennen, dass es hier wohl den Pereine-Tempel gibt zur Feldküche, auch der dann verheert, verschandelt. Die Mutter Mariella Garküche, auch die wohl geschlossen, vernagelt, verriegelt, verrammelt.
Und trefft dann wohl auch die ein oder anderen Paktiere, einzelne Irrhalkengardisten, die ihr erkennen könnt, die dann hier an Balken herunterhängen, aufgehängt, aufgeknüpft, ihre Hälse dann unglaublich eng mittlerweile, so lange wie sie da hängen, einige Krähen, die dann oben auf ihnen sitzen und ihnen die Augen ausgepickt haben, ihnen die Bäuche aufgemacht haben und dann die Gedärme, die da runterhängen, wie sie sich da glücklich tun. Also die Bewohner des Katzloches stehen den Irrhalkengardisten nichts nach und ja, ob sie wirklich dem Minderpakt so sehr entfernt sind, man weiß es nicht. Also das Katzloch ist finster. Ihr könnt dann vorbeikommen zur Krähe, dem Haus des Falkners wohl, und könnt dann auch ein weiteres Travierhaus des demütigen Hungers erkennen. Wisst also nicht genau, wo ihr hin wollt, hin müsst. Wenig Leute gesehen, das ein oder andere Mal solltet ihr noch so ein Klappen von einem Holzladen hören in einiger Entfernung oder über euch, dann ein bisschen versetzt. Wie geht's weiter? So, Boltax, du hast doch erzählt von diesem komischen Typen, der Schließer Erzian. Wo ist der denn? Ja, was weiß ich. Rufen wir ihn doch einfach mal. Erzian! Erzian! Hallo? Ihr hört ja das Trippeln. Rufst okay, diesmal bringen wir es um. Diesmal wenn bringen die noch mal herkommt, ja, aber wirklich. Ich mache mich kampfbereit und starre in Richtung des Trippelns. Diesmal bringen wir das Mistvieh um. Ich trete einige Schritte von Rafim zurück. Was auch immer ihn jetzt packt, ich will nicht in der Nähe sein. Versteck mich mal hinter Jalan. Dafür bin ich nicht breit genug. Rafim, ja, du machst dich kampfbereit, stellst deine Beine breit auf, schulterbreit, deine Bohrensichel erhoben, zum Schlag bereit. Ist da gerade eben irgendwas an dir vorbeigehuscht? Bist du nicht ganz sicher? Wenn du hinguckst, kannst du nur noch irgendwas Verschwommenes erkennen. Da war nichts. Drehst dich wieder in eine andere Richtung, wieder ein anderes Trippeln. Und die anderen dürfen mal gerne eine Sinnesschärfe würfeln. Verdammte Paktiererstadt. Punkte zu knacken ist gut. Ja, ich knack einen, was zählt das? Alltags. Ihr könnt wohl erkennen, wie um Rafim herum Linien gezeichnet werden und er im Zentrum dieser Linie steht. Rafim, spring zur Seite! Ich spring zur Seite. Schmeiß mich einfach mal rechts zur Seite und guck mal nach dem Pfeil, der mich eigentlich wohl treffen sollte. Da ist kein Pfeil. Boltax, ich habe mich voll in den Dreck geschmissen. Da auf den Boden, da zeichnet wer was um dich. Ja, aber wirklich. Kommt mal alle her, ich mach wieder die Kuppel. Ja, ich würde mich dann schnell zu Isao bewegen und dabei auf dem Weg nach so meine Hose abklopfen. Und ich hab gedacht, da wäre ein Armbrustbolzen, Boltax. Ja, dann hätte ich Bolzen gerufen. Ihr könnt es vor euch knirschen hören. Und dann seht ihr, wie wohl das Haus, beziehungsweise die Hütte, irgendwo drei Hütten hinter der, wo ihr euch gerade abgehockt habt, einbricht, einstürzt und dann zermalmt wird. Irgendwas Großes, Gigantisches kommt auf euch zu. Okay, eine Aktion Guardianum gegen Dämonen. Umgreifen und das bringen wir um. Wie? Das haben wir doch schon mal gesehen, sowas, oder nicht? Dieses komische Feuervieh. Bei Galotta hat uns nicht geschadet. Das Ding da vorne wird uns ordentlich schaden. Knack, die nächste, zweite Hütte bricht Pentagramm zusammen. Pentagramm auf dem Boden. In den Dreck. Scheiß tun wir! Fangt an zu laufen! Nur noch Splitter. Ja, ich würde mal darauf achten, was Isaro tut. Ja. Wir bleiben hier jetzt nicht weiter. Wir haben gesehen, dass da gerade was Großes im Palastberg gelandet ist. Wir gehen weiter in die Friedensstadt. Ja, ich pack den kurzen und dann wird gerannt. Na, ich bleibe in Isaruns Nähe, weil die hat den Guardianum. Das hab ich gelernt. Na gut. Ich folge denen mal. Brich dieses Pentagramm halb ab und dann gehe ich weiter. Renne ihnen hinterher. Ihr brecht ab, was ihr gerade eben tun wolltet und könnt dann, wenn ihr die Gasse bzw. Straße, es ist nicht wirklich diesen kleinen schmalen Weg, matschig, auf dem ihr Spuren hinterlasst,
Lauft ihr wieder in Richtung Norden, einfach irgendwo hin, ganz grob an der Stadtmauer entlang. Ihr habt so ein bisschen die Orientierung verloren. Wirklich eine Führung habt ihr gerade nicht. Ihr müsst jetzt einfach nur weg und dann könnt ihr hören, wie die letzte kleine Hütte hinter euch bricht und ihr seht einen riesigen Galathaufen, der sich langsam hinter euch herschiebt. Ja, dann nach einigen weiteren Metern könnt ihr euch in so einem kleinen Innenhof verschanzen. Da gab es dann den ein oder anderen kleinen Baum, der das wohl jetzt gerade im Sommer dann auch lauschig macht. Das ist ein Waisenhaus. Katzenkorb. Guckt euch ein bisschen um und könnt erkennen, wie die Tür aus den Angeln gebrochen ist. Also auch hier wieder viel Travier, gefälliges Verzierung. Die Tür ist wohl aus den Angeln gebrochen, aber wurde wieder reingestellt. Und ihr könnt erkennen, wie jetzt an den Fenstern sich Gesichter nach unten ziehen und sich gerade verstecken. Dann das Kinder. Hofft, dass es Kinder waren und keine Gräume oder keine anderen Dämonen, die nur kindhaft aussehen. Ich gehe erstmal vom Guten in der Dunkelheit aus und denke, dass das keine Gräume sind. Also entweder laufen wir jetzt weg und das Vieh frisst die Kinder dahin oder wir bringen das jetzt endlich verdammte Scheiße nochmal um. Schönes. Wir könnten es umbringen. Ich denke aber, dass wir hier mit einem Exorzismus besser bedient wären, weil dieser Dämon sehr langsam ist. Also ganz grob, ihr seid so... Rafim kann das einschätzen, 150 Meter seid ihr wohl schon gerannt. Also es ist nicht die nächsten zwei Häuserhütten, sondern es ist schon ein gutes Stück, was ihr dann geflohen seid. Und dann fangt an, euch vorzubereiten. Rafim, wir halten die Augen auf. Aber mir, wie bekämpft man so ein Vieh? Mit einem Exorzismus, Ihr müsst vorsichtig. Wie bekämpft man so ein Vieh so lange, bis ihr euren Exorzismus habt? Rennt weg. Es ist so lange braucht das auch gar nicht. Es ist zwar langsam, aber wenn es euch ergriffen hat, seid ihr wahrscheinlich verloren. Nicht packen lassen. Nehme ich. Großartig. Bleibt immer in Bewegung. Dieses Ding kann aus allen möglichen Richtungen angreifen. Also, selbst wenn ihr euch von hinten nähert, seid ihr nicht sicher. Aber mir mehr zeichnen. Ja, ich bin auch schon dabei. Ich male ein Pentagramm an die Hauswand. Mit der Kreide. Nicht ans Waisenhaus, oder? Bitte sag mir das nicht ans Waisenhaus. Na, unten Hauswand wahrscheinlich hier oder da. Während ihr auf ihn wartet, auf den rastlosen, sehr langsamen Dämon, der allerdings auf seinen Scheinfüßchen immer näher kommt. Und ihr, zumindest Yalan kann wohl einen der Dämonen wiedererkennen, die ihm bekannt vorkommen. Diese widerlichen Ratten. Den verlaufenden Augen. Ist der auf einer Länge? Ist der auf einer Länge, auf der ich ihn mit einem Satz erwischen könnte? Steht wohl, also wenn du dich im Innenhof dieses Waisenhauses dann aufhältst, dann würdest du sehen, dass er am Eingang steht und wartet. Also er selbst wird wohl nicht in den Angriff gehen, sondern eher spionieren. Ja, ich bewege mich dann in Richtung Abelmeer. Da drehe ich jetzt nicht um. Aber wir werden beobachtet. Kümmert euch drum. Ich hoffe, du hast keine Zeit. Ja, ihr zeichnet weiter, ich beschütze euch. Darum. Am Eingang da hinten sitzt so ein... Irgendwas mit D, wie habt ihr ihn genannt? Nein. Also ein Rattendämon. Könnt ihr ihn vielleicht mit einem Zauber aus dem Handgelenk? Oh, wo sitzt der genau? Kann es euch nicht zeigen, wenn ihr mich umdreht, würdet ihr das merken. Aber wenn ich hinrenne, ist auf jeden Fall fort. Nun, solange er uns nur beobachtet. Nun gut. Wie gesagt, ich habe hier auch immer noch mein Schild, also zu nah wird er nicht auf uns herankommen. Wir müssen jetzt erst einmal dieses Viech exorzieren und es dafür hier hinlocken. Mir, du merkst beim Zeichnen, wie wohl die kleinen Kieselsteinchen, die am Boden liegen, trotz dessen, dass sie vom Schlamm so ein bisschen gehalten werden, trotzdem fängt es an zu zittern. Die Pfützen, die unter euch dann ja, sind, in der du selber stehst, so kleine Wellen vibrieren lässt. Die über die Wasseroberfläche schwappen.
Ja, dann kann noch mal kurz zum Eingang spähen. Du hörst wohl, wie weitere Struktur nachgibt und einbricht. Und dann ist irgendetwas sehr, sehr nah. Es kommt. Werdet fertig. Bleibt hinter mir, Carino. Wir bringen das so um. Da war bei mir. Lasst euch nicht packen. Bleibt beieinander. Wenn irgendjemand gepackt wird, versucht ihn loszuschlagen. Oder zu ziehen, was auch immer. Und dann könnt ihr ihn sehen, wie er sich langsam in aller Zeit, die er hat, vorbeischiebt. Ein warzenübersäter Körper und Hörner, die aus ihm herauswuchern, hineingeschoben werden, verdreht werden. Und ein pendelndes Auge, auch wenn er keine Augen braucht, hat er sie trotzdem. Ein Monster, der Jekris Lagurai. Ihr könnt erkennen, wie er wohl noch einen tonnenschweren Block, ist das ein Stück von einem Turm, den er abgerissen hat? Das sind mindestens ein Stockwerk, den er da auf seinem Rücken schleppt, während er da auf euch zukommt und sowas wie Tentakel ausformt. Hände? Er schiebt sich über den Innenhof. Teil biegt. Fels wird gesprengt. Aber mehr, wie lange braucht ihr noch? Nicht viel, soweit. Wenn er muss auf 7 Schritt rankommen, glaube ich mal. Wie lang? 7 Schritt Radius um Pentagramm. Ich mach mal einen Schritt zurück, sodass ich. Ich mess vom Pentagramm aus grob 7 Schritte ab und positioniere mich da. Rafim, hier! Würfel mal dann mal eine Zeichenprobe in die Box. Das habe ich mir echt nicht, ja? Habe ich mir. Ja, Sekunde. Wie viel Plus gibt der Bonus mit F-Kreide? 3. 3 Punkte Bonus für die Malen- und Zeichnenprobe. Und Malen- und Zeichnenprobe muss man eigentlich gar keine machen für ein Pentagramm. Ja, ich schon eigentlich nicht, ne, genau. Also zumindest kannst du ihm keinen Strick draus drehen. Gut. Dann bekommst du jetzt eine Pentagramm-Probe. Also ich so leicht halt erstmal um 3 für die Kreide, 4 für Zeit lassen und ich setze noch einmal Erzwingen ein für eine ASP, also insgesamt 8 Punkt Erleichterung. Und dann die Beschwörungsschwierigkeit. Ja, die musst du mir dann sagen gleich. Also, ja. Die ist 10. Das Hallo? Geht ja sogar. Warum weißt du das? Vor allem ist die 9. Du guckst nicht in die Bücher. Aber, ja, sie ist 10. Ich würfel das mal, okay? Also 8 Leichterung. Und wenn sie 20 ist, dann ist sie 20. Pentagramma Sphärenbann. Sekunde. Ja, der Niederhöllenkraft heran. Ihr merkt, wie Abel mir so ein bisschen über seine eigene Zunge stolpert und ein bisschen konzentriert ist. Er kann sich nicht ganz konzentrieren, dieser Schlaf, den er in den letzten 2 Tagen nicht ganz bekommen hat. Du siehst, wie diese kleinen Füßchen, diese Proto-Füße auf euch zuwanken. Zauberdauer. Ja, ich habe Zeit lassen, 40 Aktionen, aber ich habe ja noch Zeit gehabt, vorher gehabt. 40 Aktionen? Der Zauber ist kürzer, wenn du... 20 Aktionen dauert normalerweise die Zauberdauer, für Zeit lassen 40 Aktionen. Aber der hat sich so langsam fortbewegt, da konnte ich schon mal den ganzen Zauber vorbereiten. Das ist richtig. Also wenn du das Pentagramm schon hast, ist der Zauber 6 plus 1 W3 Aktionen lang. Zudem. Aber dann kann man keine Modifikation Zauberdauer einsetzen. Das ist richtig. Es sei denn, du willst halt, dass wir hier 40 Aktionen auf 7 Schritt stehen und das Ding festhalten. Ja, 40 kann ich ja so timen, dass er 40 Aktionen dann dran ist, mehr weniger. Machst du deinen Zauber bereit halten? Ich glaube nicht, das Ziel muss am Beginn der Zauberdauer in der Reichweite sein. Nee, am Ende. Am Echt? Ende? Ja. Ja. Okay, Jana hat Unrecht. Gut für uns. Wie immer eigentlich. Halt die Schnutte! Ihr könnt sehen, wie das Ding riesig gigantisch, wie gesagt, es hat einen ganzen Turm, ein ganzes Geschoss oben auf seinem Rücken. Ihr könnt sehen, wie es heranwankt und die Tentakel, die sich ausformen und dann auf euch zu, nicht rasen, aber sich mit einer unglaublichen Langsamkeit dann um euch herum winden und dann versteinern in der Luft und es kommt weiter auf euch zu, aber während es euch umzingeln und greifen will, umschlingen, um euch zu zerreißen mit einer unglaublichen Brutalität, könnt ihr sehen, wie es sich langsam zerbröselt und dann Schleim runtertropft. Schwarze Galatklumpen. Gute Arbeit, Kollege. Ja. Soll das so aussehen? Ich dachte immer, Dämonen, auf euch zu. Ich dachte immer, Dämonen vergehen vollumfänglich. Ja, eigentlich schon. Ja, vielleicht. Silent, sie sind gebunden. Weg hier. Ich schlag mal rein. Nehmt die Kinder und rennt.
Also der erste Tentakel, der auf Reichweite kommt, wird mal fortgehauen. Wir können sehen, wie jetzt dieser Turm einfach abgeladen wird und der Innenhof zu einem Gefängnis wird. Ich versuche, die Tür aufzustoßen und die Kinder versuchen zu evakuieren. Gut. Es wird gestorben. Ich bin dagegen. Kann man sich ja, denn nichts mehr zu melden? Sicherung gehalten und draufgehauen. Kann man sie nicht in das Waisenhaus durchbegeben? Klar, ihr könnt jetzt auch durch die Tür. Die, dann frisst das Vieh das Waisenhaus. Nein, ich sage nein, wir bleiben jetzt hier. Durch das durch die Hintertür hinaus. Wir holen die Kinder jetzt da raus. Genau. Gibt es da keine Hintertür? Vielleicht. Weißt du nicht, du stehst jetzt gerade in diesem, Gott, das ist so ein kleiner Flur aus Holz unter dir, die Planken geben so ein bisschen nach und quietschen und du kannst sehen, wie hier wohl viele Schränke stehen oder irgendwelche Wiegen und du siehst Kinder, vor allem unglaublich viele Kinder. Wo sind denn die ganzen Erwachsenen, die hier aufpassen müssen? Dann gucke ich das erste Kind an, das ich sehe. Hinter euch kracht irgendwas, wie gesagt, der Turm wurde abgeladen, zerbricht und riesige Schutt und Aschewolken, die sich jetzt nach oben in den Himmel stieben. Der immer noch nicht ganz tot. Er kann nicht vorbei. Gibt es hier einen Hinterausgang? Ja, glaub schon, hinten raus. Alle zum Hinterausgang raus. Gibt es hier kleine Kinder, die nicht laufen können? Du guckst dich kurz um. Ja, also definitiv. Du siehst dann auch wohl in diesen kleinen Kinderwagen und in diesen Krippen. Oh Gott, wie viele Kinder sind das denn? Du guckst in den ersten Raum, da liegen 5. Du guckst in den zweiten Raum, da liegen auch nochmal welche, da sogar auf dem Boden. Also, wie viele sind das? Das ganze Haus ist auch überfüllt. Gut, ich rufe alle zum Hinterausgang raus. Wir kümmern uns um die, die nicht alleine laufen können. Großartig. Ich schnapp die Kinder, die Babys. Ja, ich würde ihnen dann helfen. Ja, ihr ladet euch irgendwie die Hände und die Arme voll und versucht dann auch andere Kinder dazu zu bewegen. Die greifen sich dann auch irgendwie Bruder, Schwester oder einfach Freunde, weil sie jetzt hier irgendwie selber aufpassen müssen, Travia gefällig wie sie sind. Und euch wird dann von so einem älteren, 14 Jahre, wird euch dann gewiesen, hier geht's zum Hinterausgang. Könnt ihr dann durch die Tür durchbrechen und steht dann, nachdem ihr so eine kleine Steintreppe nach unten gelaufen seid, in einem Innenhof. Ja, auch hängt wieder Wäsche. Die steht direkt vor der Stadtmauer, die hoch über euch aufragt, in einem kleinen, vergitterten Innenhof, damit die Kinder hier nicht rauskommen. Ihr könnt sowas sehen wie eine kleine Schaukel, einen Sandkasten. Ihr seid gefangen. Ist das Naturstein? Das ist die Stadtmauer nicht, nein. Die ist bearbeitet. Gut, ist das Vergitterte auf irgendwelchen Stein gebaut? Ja. Das Naturstein. Oder auch Plus oder Minus? Ziegelstein. Gut. Minus, ein Kartenfeld. Ich sag Plus. Ich bin Nee, du würfelst den Plus- oder Minuswürfel und dann gucken wir mal, was passiert. Echt? Es ist bearbeiteter Stein. Okay. Also so mit Mörtel und allem. Genau. Was wär's bei einem Minus gewesen? Das willst du nicht wissen. Oh, Dämonen. Greifenmond! Isarun, wir bringen's um! Ja, ich würde trotzdem wieder reingehen und die nächsten Kinder holen, die nicht laufen können, weil... Kinder, kommt zu mir! Sammelt euch hinter mir! Ja, ich bleib bei den Kindern da im Hof und sammelt irgendwie alle so hinten schön in eine Ecke, damit die vom Haus wechseln, falls das einbricht. Sollen die da hinten halt Travia Novize spielen? Wir bringen jetzt das Vion. Ja. Ich gehe da zu den beiden Frontkämpfern und versuche sie abzuschirmen. Komm, aber mir schließt sich uns an, unserem Todeskommando. Nee, garantiert nicht. Aber wir schaut zitternd zu diesem widerlichen Ding aus Protofleisch. Meine Astralkraft sind völlig runter und ich stehe wahrscheinlich zitternd. Aber mir ist eine Kraftlosigkeit. Mit Kopfschmerzen. Flieht, ihr Narren.